Jetzt seien Sie doch nicht so misstrauisch, ja? Also meine Komplimente, die waren total ernst gemeint. Sie sind eine Frau, mit der kann man Pferde stehen. Also ich meine nur bildlich gesprochen. Ja, Wöller, ich glaube, Sie haben ein bisschen zu viel von dem Geburtstagsschlampan-Champagner von der Frau Laban erwischt. So ein paar Gläschen hauen doch einen Mann wie mich von meinem Kaliber nicht um. Außerdem, Sie haben auch ganz schön gepichert. Gute Nacht, Herr Wöller. Gute Nacht. Es ist doch erst kurz nach 10. Oh, also dafür, dass ich Sie chauffiert habe, habe ich mir doch eigentlich einen Absacker verdient. Marke Klostergeist. Herr Wöller. Ist doch nur menschlich, oder? Verweile. O Augenblick. Du bist so schön. Herr Wöller, Sie haben mich doch gar nicht chauffiert. Wir sind mit dem Taxi gekommen. Ah ja. Wenn ich meinen Schatz rufen darf, tu ich ihm winken. Ja, winke mit den Äugelein. Ja, ja, Äugelein, hör zu, sind Sie ja da. Vorsicht, meine Herren. Also, liebe Schwester Lotte, nein, liebe Charlotte, hochverehrte Frau Albers, du unerreichbares göttliches Wesen. Ja, das hat was. Schlägt unter deiner schwarzen Kutte auch ein heißes Herz? Liegst du auch in deiner kargen Zelle wach und träumst von einem anderen Leben? So schreiben wir das. Hallo? Hallo? Also ich sitze jetzt hier schon eine geschlagene halbe Stunde und weit und breit ist kein Wagen von der Post zu sehen. Und? Gehen Sie das jetzt an? Dabei steht auf dem Briefkasten unmissverständlich, dass die Leerung um 9 Uhr und um 14 Uhr stattfindet. Warten Sie halt, der kommt gleich. Sagen Sie mal, wie reden Sie mit mir? Ich bin nicht Kriti Pleti, ja? Ich bin der Bürgermeister von diesem Kaff. Einen wunderschönen guten Morgen, Wöller. Vielleicht sagt Ihnen der Name was? Klar. Tag, Herr Bürgermeister. Ja, mir ist ein kleines Malheur passiert. Und zwar wollten Sie bitten, mir einen Brief wieder zu geben, den ich gestern Nacht hier eingeworfen habe. Er ist an das Kloster Kaltental adressiert und ist sicher leicht zu identifizieren und ganz leicht rauszufischen. Nein, tut mir leid. Das ist ausgeschlossen. Was?
Da könnte ja jeder kommen und einen Brief abfangen wollen. Das heißt ja jeder, das ist mein Brief. Irrtum. Sobald ein Postgut in einem Postgutsammelbehälter verwahrt wird, ist es bis zum Augenblick der Übergabe an den Adressaten Eigentum der Post. Und jede mutwillige Beschädigung, Entwendung und oder Umleitung unterliegt einer Strafverfolgung. Moment. Keine Regel ohne Ausnahme. Nehmen wir mal an, der Absender eines Briefes, ja, würde dem zuständigen Postgutsammelstellenlehrer einen angemessenen Betrag, sagen wir mal so, zwischen 100 und 200 Euro. Herr Weller! Ja, und den Erwerb eines Vorführwagens vom Autohaus Weller zum Vorzugspreis in Aussicht stellen? Ich flehe Sie an. Und ich verliere meinen Job. Tut mir leid. Bist du denn gestern Abend nach Hause gekommen? Tu doch nicht so, das hast du genau registriert. Ja, es war kurz vor 12. Und betrunken warst du auch. Was hast du denn wieder? Kann man denn nicht mal mehr in Ruhe frühstücken? Der Installateur kommt gleich und bis dahin will ich mit dem Geschirr fertig sein. So eine Pleite. Das war ein Seminarteilnehmer. Er war auf Geschäftsreise und hat nicht mitgekriegt, dass wir absagen mussten. Das ist zum Heulen. Aber es ist bald vorüber. Ich werde heute auf der Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Wöller das Messer auf die Brust setzen und entweder er lässt uns endlich in Ruhe oder aber ich werde einen Untersuchungsausschuss gegen ihn und seine Buchführung in die Wege leiten und dann ist er die längste Zeit Bürgermeister gewesen. Es kann doch echt nicht wahr sein, dass er uns über das Gesundheitsamt die Seminare sperren lassen will. Wegen so ein paar alten Wasserrohren. Du hättest eben Bürgermeisterin bleiben sollen, dann wäre das heute alles Schnee von gestern. Ach, auf einmal. Sonst waren Sie doch immer dagegen. Ich? Ja, Sie. Jetzt hört doch endlich auf. Fällt sonst noch was an? Was hat sie denn? Keine Ahnung. Bevor ihr alle auseinandergeht, kann mir heute jemand helfen? Die ganzen Flaschen müssen noch etikettiert und eingepackt werden. Morgen ja, heute kann ich nicht. Heute Abend vielleicht. Nach der Gemeinderatssitzung habe ich 2 bis 3 Stunden Zeit. Was ist eigentlich mit Barbara? Sie hat doch jetzt ihre eigene Wohnung. Dann bleibt wieder alles bei mir hängen. Ach, du Arme. Ach, Lotte. Hat das denn nie ein Ende? Wir bräuchten eine Woche der Besinnung. Irgendwo. Ohne Telefon und Fax. Und ohne Wille. Eine Woche schaffen wir nicht. Aber ein Wochenende vielleicht. Wir machen eine Wanderung nach Blaubeuern zu den Benediktinerinnen und übernachten dort. Das wäre schön. Ja. Ja, grüß Gott, Frau Köhler. Entschuldigen Sie die Störung, aber ich komme von der Altenversorgung. Können Sie im Moment sprechen? Ich gebe nichts. Na, Sie sollen ja auch nichts geben. Im Gegenteil, Sie sollen ja was kriegen. Einen Beitrag für Ihre Altersversorgung. Ah, ja? Ja, je nach Ihren Lebensumständen und der Höhe Ihrer, also Ihre Versorgung, gell, kann das bis zu 200 Euro im Monat ausmachen. Aber das müsst ihr natürlich erst prüfen. Das ist natürlich etwas anderes. Kommen Sie doch herein. Ja, Gott segne Sie. Sie müssen schon entschuldigen, aber heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein. Besonders in meinem Alter. Erst letzte Woche war wieder eine von diesen Zeitschriftenwerbern hier. Und ich hatte vergessen, die Kette vorzulegen. Ja, ja. Es gibt schon üble Zeitgenossen. Aber bitte setzen Sie sich doch, ich bin gleich zurück. Danke. Ich verwahre meine Unterlagen, alle im ehemaligen Studierzimmer von meinem Mann. Möchten Sie vielleicht auch einen Tee? Ja, danke, gern. Erst noch warm. So,
Das wären meine Belege von der Kasse. Das Bild hat mir mein Mann zu unserer silbernen Hochzeit geschenkt. An dem See in Tirol haben wir unsere Flitterwochen verbracht. Schön. Frau Lava? Ah, Schwester Lotte. Sie sollen sofort ins Kloster kommen. Irgendein Notfall, hat Schwester Agnes gesagt. Ach, Schwester Agnes übertreibt gerne mal. Frau Lavan, Sie sehen ja heute verboten gut aus. Ist Herr Wöller schon da? Nein, der ist noch nicht aufgetaucht. Ist ja auch kein Wunder, der verträgt ja keinen Sekt. Ja, das tut er nicht. Wie er sie immer angemacht hat. Ich glaube, seit der Nacht, wo sie beide im Archiv eingesperrt waren, da hat er sich in sie verknallt. Frau Lavan, wir haben uns nur gestritten da unten, ehrlich. Ja, was sich liebt, das neckt sich. Rathaus Kaltenthal labern? Ja, Moment. Schwester Agnes. Ja, was gibt's? Ach, Gott sei Dank erreiche ich dich endlich. Du musst sofort kommen. Vor einer halben Stunde hat eine vollkommen verzweifelte Frau hier angerufen und behauptet, eine von uns hätte bei ihr im Haus 500 Euro und den gesamten Familienschmuck geklaut. Was? Ja, sie hat behauptet, sie heißt... Julia, ich habe ihr gesagt, das kann überhaupt nicht sein, aber sie hat mir nicht geglaubt. Das gibt's doch gar nicht. Hast du eine Telefonnummer? Nein, aber ihre Adresse. Frau Köhler, Wittelsbacher Straße 12. Gut, das werden wir gleich haben. Und bitte behalte die Nerven. Probleme? Ach, ich fürchte, es wird doch schlimmer, als ich dachte. Bitte richten Sie Ihrem Chef aus, dass er mich unbedingt anrufen soll. Gut. Herr Michels, das geht jetzt leider nicht. Jetzt nehmen Sie sich doch das nicht so zu Herzen. Herr Wöller ist doch quasi selber schuld, dass er eingesperrt wurde. Er hat Ihnen ja verboten, das Archiv zu betreten. Ja, aber es ist mir unheimlich peinlich. Ach, das wird sich schon wieder einrenken. Herr Wöller hat gesagt, der nächste Erste ist der letzte für mich. Sparmaßnahmen. Lächerlich. Raus. Ich hab Frau Lava nur... Raus! Herr Wöller, Herr Michels. Keine Widerrede. Wenn hier einer meine Sekretärin anbaggert, dann bin ich das. Und jetzt raus. Aha. Und Sie verbinden mich mit der Oberpostdirektion in München. Und mit wem da? Mit dem Direktor. Je höher, desto besser. Direktor ist in einer Besprechung und heute nicht vor 16 Uhr zu erreichen. Es ist nicht zu fassen. Diese Dünnbrettbohrer, wenn man sie einmal braucht im Leben. Was ist denn? Ach, nichts. Privat. Ich muss nach München. Sagen Sie sämtliche Termine für heute ab. Und wenn ich den Herrn persönlich aus seiner Besprechung zerren muss. Ja, aber die Gemeinderatssitzung. Und Schwester Lotte hat auch um Rückruf gebeten. Und eigentlich sollten Sie längst in der Kläranlage sein. Da ist doch der Lokaltermin heute. Sie denn? Restalkohol von gestern. Oder was? Ja, auch das. Ja, das Schlimmste ist, das dürfen Sie aber keiner Menschenseele erzählen. Kann ich ein Glas Wasser haben und eine von Ihren Kopfhütterblättern? Sagen Sie schon. Ich habe einen Brief geschrieben an Schwester Lotte.
An Schwester Lotte? Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den getippt habe. Ja, ich habe ihn geschrieben. Gestern Nacht. Im Vollrausch. Und ich Idiot habe auch noch eingeworfen. Nachts um 12. Ich verstehe. Und ich nehme an, Sie haben sie fürchterlich beschimpft und beleidigt und haben jetzt Angst, zu weit gegangen zu sein. Ach was? Das würde ich ja noch locker wegstecken. Nein. Das ist ein Liebesbrief. Hä? Ja. Wie ein pubertierender Penela habe ich mich benommen. Und dann habe ich, glaube ich, auch noch ein Gedicht geschrieben. Also, ich meine, ganz genau weiß ich das gar nicht mehr. Weil ich war, wie gesagt, voll wie tausend Habitzen. Eine Klosterschwester einen Liebesbrief schreiben. Herr Wöller, Herr Wöller. Ich kenne diese Frau leider auch ohne Kutte. Damals im Wahlkampf. Und da ist alles dran. Gott, ist das ein Schlamassel. Ich nehme an, Sie möchten jetzt den Brief abfangen, bevor er im Kloster ankommt. Na klar. Nur diese Erbsenzähler von der Post, die wollen ihn nicht rausrücken. Ja, warum denn nicht? Wenn Sie den Brief geschrieben haben und der Absender hinten drauf steht. Ja, es ist ja kein Absender drauf. Ja? Ich hab geschrieben, Schwester Lotte, Kaltental etc. Und persönlich vertraulich, dummerweise auch noch. Und so einen Brief bekomme ich nur vom Adressaten wieder. Sprich von Schwester Lotte. Aber so weit darf es um Gottes Willen nicht kommen. Dann müssen Sie sich eben auf die Lauer legen und den Briefträger abpassen. Ich glaube, die Tour hat der Sohn vom alten Kröger. Für ein paar Flaschen Rotwein ist er doch für alles zu haben. Genau. Sie sind ein Genie. Toll. Genauso machen wir es. Boah, Gott, ist mir schlecht. Jetzt beruhigen Sie sich und dann fahren Sie raus zur Kläranlage, sonst kriegen Sie Ärger mit dem Huber. 400.000. Dieser Kerl kann den Kanal nie voll genug kriegen. So, voll aber. Da. Wir machen uns auf den Weg und gehen unseren Pflichten nach. Danke, Frau Lama. Sie und ich, zusammen, sind wir unschlagbar. Sie schon wieder? Das ist ja die allergrößte Frechheit. Ich habe von dem Vorfall gerade eben erst gehört. Ich bin Schwester Lotte von Kloster Kaltental. Das kann ja jeder behaupten. Die andere hat mir sogar ihren Ausweis gezeigt. Julia Seewald. Julia Seewald ist unsere Novizin und sie ist außerdem die Tochter vom Bankier Seewald. Und ich glaube kaum, dass sie das nötig hat, sich so zu bereichern. Sollten wir beide nicht vielleicht gemeinsam die Polizei rufen? Ich will keine Polizisten hier. Dann steht alles brühwarm in der Zeitung und ich stehe da wie eine Dumme. Und jetzt, bitte, ich muss mich hinlegen. Mir ist ganz schwindelig. Würden Sie sie denn vielleicht wiedererkennen? Ich weiß nicht. In diesen Kutten sehen doch alle gleich aus. Bist du ja? Waren Sie bei der Frau? Ja, wir haben Glück. Ich hätte die Polizei Gott sei Dank noch nicht angerufen, aus Angst vor dem Gerede mit den Nachbarn. Ja, aber die Polizei muss das doch wissen. Ja, aber Herr Mayer und nicht irgendwer. Ich will nicht, dass Wöller den Skandal daraus macht. Ein bisschen. Mayer, hier kommt der Hand hier vielleicht an. Aber eigentlich rufe ich es den Mayer an. Mein Geldbeutel ist gestohlen. Ja, ich hatte ihn in der Schreibtischschublade, weil ich mir ein Buch bestellt habe. Und dazu brauchte ich meine Kreditkartennummer. Es muss heute Morgen jemand hier gewesen sein, während wir in der Kapelle waren. Ja, 3 Scheiben Schinken haben gefehlt vom Aufschnitt. Ja, ich habe sie nämlich nachgezählt. Und das Gleiche wirst du jetzt mit den Habits tun. Du gehst hoch und zählst sie nach. Und du rufst bei Schwester Hildegard an und fragst, ob es in München ähnliche Vorfälle gibt. Kann nicht Agnes in München anrufen? Schwester Hildegard und ich stehen nicht auf sonderlich gutem Fuß miteinander. Julia, es ist nicht an der Zeit, private Animositäten zu züchten. Also bitte tu, was ich dir gesagt habe. Hm? Und du? Ich? Ich halte die Stellung hier. Dann kannst du ja dem Installateur sagen, was er zu tun hat. Was? War der immer noch nicht da? Nein! Reuter. Kloster Kaltental. Julia Seewald. Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Ich wollte eigentlich Schwester Hildegard erreichen. Wir sind unterwegs, Schwester Julia. Und der Hausapparat ist auf mein Handy umgestellt. Um was geht es denn? Schwester Hildegard hat alle Hände voll zu tun. Wir haben hier bei uns eine Trickbetrügerin, die sich als Nonne ausgibt. Wie bitte? Ja. Und Schwester Lotte hat mich gebeten, Schwester Hildegard anzurufen, um sie zu fragen, ob es in München ähnliche Vorfälle gegeben hat. Wir befinden uns auf der Rückfahrt vom Flughafen ins Mutterhaus. In 10 Minuten müssten wir da sein. Wir melden uns wieder.
Was wollte Frau Seewald von mir? Frau Seewald ist immer noch Ihre Schwester im Herrn, also zügeln Sie Ihre Abneigung. Alles andere werden Sie gleich erfahren. Und schauen Sie bitte nach vorn. Gewisse Kardinäle in Rom würden es Ihnen nie verzeihen, wenn Sie mich an einen Baum fahren. Ich lasse mich von dir nicht dauernd unter Druck setzen, ja? Kapier das endlich. Der älteste Trick der Welt. Die billigsten Anbieter spielen und hinterher alles Mögliche draufschlagen. Komm, das ist kein Schmuh. 40% ist schon die Inflationskorrektur. Ja, und der Rest, der kommt durch Umweltauflagen und die Anleger zustande. Schließlich war es nicht meine Idee, die Kläranlage neben diesem Feuchtgebiet zu platzieren. Das warst du. Ich? Jetzt tu nicht so scheinheilig. Wem gehörten denn die 400 A laut Grundbuchauszug? Doch deiner Ex-Frau, oder? Zum Zeitpunkt der Vergabe gehörte sie ihrem Onkel mütterlicherseits. Was kann ich denn dafür? Konnte er nicht wissen, dass der abschmiert und sie das erbt. Ich will nur das Geld, das mir zusteht. Und du wirst es mir im Gemeinderat besorgen. Und halt mir den Lehmann vom Hals. Sonst verschwindet der Mann irgendwann spurlos in Beton. Das ist aber gar nicht komisch, aber kleiner Scherz. Aber ganz kleiner. Meier, tun Sie Ihre Pflicht. Was soll denn das, Herr Meier? Ich dachte, Sie wollten Karriere machen. Das hat sich erledigt. Fritz Hechler kriegt den Posten, nachdem Sie sich nicht für mich eingesetzt haben. Was? Aber wissen Sie was? Seitdem geht es mir schon viel besser. Ich habe nachts ja schon nicht mehr schlafen können bei den Gedanken. Und das da, das ist wie Weihnachten. Halteverbot und Blockieren einer Feuerwehranfahrtszone. Das wird Konsequenzen haben, ja? Sie werden sich noch wundern, ne? Hier. Das gibt leider noch einen Strafzettel. Verschmutzung städtischer Anlagen. Haben Sie selbst durchgeboxt im Gemeinderat. Damals beim Wettbewerb, unsere Stadt soll schöner werden. Noch ein Wort, Herr Meier. Und ich werde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass Sie aus dem Polizeidienst fliegen. Und zwar mit Schimpf und Schande. Und jetzt lassen Sie mich zufrieden mit Ihren schmierfigen Aktionen. Meier, bitte kommen. Meier, bitte kommen. Ja, Meier? Ins Kloster. Hat sie gesagt, worum es sich handelt? Okay, ich bin schon unterwegs. Ich war in Köln. Die Mitschwestern informieren und eine Nachfolgerin suchen. Ja, ich habe eine gefunden. Schwester Mechthild. Ich weiß, Exzellenz, aber das ist Teil meiner Strategie, die ich Ihnen im Augenblick nicht erläutern möchte. Sie ist nämlich ziemlich gemein. Ich sehe, Sie haben mich verstanden. Also dann bis Sonntag beim Hochamt. Schwester Mechthild? Also ehrlich, Mutter. Haben Sie Schwester Lotte erreicht? Ja. Und ich wollte Sie fragen, ob ich mir Ihren Wagen ausleihen kann. Es geht um die Identifizierung einer Person. Wie? Sie kennen diese Betrügerin etwa? Ich habe den Verdacht, dass es sich um die gleiche Frau handelt, der Sie gestern Geld für einen Fahrschein nach Kaltental gegeben haben. Sie wollte Ihre kranke Mutter besuchen. Das ist eine der üblichen Ausreden, um gutgläubige Menschen um Geld anzupumpen. Außerdem haben Sie ihr nahegelegt, sich in unserer Niederlassung zu melden, falls sie Hilfe benötige. Also was ist? Soll ich nach Kaltental fahren? Ich fahre mit. Ich wollte morgen sowieso hin. Und bei der Gelegenheit kann ich dann ja auch gleich dafür sorgen, dass dieser Dame das Handwerk gelegt wird, falls ihre Vermutung stimmen sollte, was ich allerdings bezweifle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir meine Menschenkenntnis derart abhanden gekommen sein sollte. Und wenn, dann ist das Sache der Polizei, nicht unsere. Herr Meier, wo bleiben Sie denn? Ich habe auch noch andere Kunden außer Ihnen. Und im Streifenwagen sitze ich auch nicht die ganze Zeit und warte, dass Sie mich anrufen. Um was geht es denn? Springt Ihre Schrottlaube mal wieder nicht an? Ach, wenn es nur das wäre. Nein, es geht um Betrug und Diebstahl. Na. Doch. Hier in der Gegend treibt sich eine Frau herum, die eine unserer Kutten und einen Geldbeutel geklaut hat. Und sie geht ganz gezielt zu alten Leuten, klingelt, lügt ihnen was vor und beklaut sie dann. Schwerer Diebstahl in Kaltental? Davon müsste ich doch was wissen. Herr Meier, Sie sind der richtige Mann für diesen Fall. Sie erledigen das und zwar möglichst unauffällig. Sie fahren jetzt zu einer Frau Köhler. Hier ist die Adresse. Mich hat sie ja nicht hereingelassen, aber Sie in Ihrer Uniform, Sie imponieren ihr bestimmt. Ich schaff das schon. Bleibst du zum Essen? Ich muss mich mal wieder im Kloster blicken lassen, ehrlich. Schade. Naja, ist vielleicht auch besser so. Ich muss lernen, alleine klarzukommen.
Hauptsache, du lässt dich nicht wieder von diesem Architekten bequatschen, den Babysitter zu spielen. Zwischen mir und Herrn Bachmann ist nichts. Wann begreifst du das endlich? Ich sag ja nur, du brauchst keinen Mann, du brauchst einen Job. Und wenn du nicht mehr stillen musst, kann Julia die Kleine im Kindergarten übernehmen, wenigstens vormittags. Ich lass mein Kind nicht allein. Andere Mütter tun das auch. Aber ich nicht. Außerdem gibt es Jobs, wo man sein Kind mitbringen kann. Hol die Frau Selenius. Hallo, Schwester. Oh, Blumen, für mich. Das wäre aber wirklich nicht nötig gewesen. Sophie, hör auf. Schon gut. Ich gehe ja schon. Ich wollte mich nur noch mal bei Ihnen bedanken und zur neuen Wohnung gratulieren. Danke. Ich würde Sie ja reinbitten, aber im Augenblick habe ich nur einen Stuhl. Macht doch nichts. Aber ein Glas Wein hätte ich da. Sophie hat eine Flasche mitgebracht zur Einweihung. Kommen Sie rein. Machen Sie die Tür zu. Ich lege mir schon die Kleine hin. Haben Sie eine Vase? Vielleicht in der Küche, geradeaus. Im Haus. Stellen Sie sie doch auf die Heizung. So, und wenn Sie jetzt noch einen Trick kennen, wie man eine Weinflasche aufkriegt ohne Korkenzieher. Was ist das? Für Sie. Ein Wohnungsbesitzer ohne Werkzeugkasten ist verraten und verkauft. Danke. Ist zwar kein Korkenzieher drin, aber zur Not geht's auch damit. Kann ich das Handtuch benutzen? Ja. Die hat Sophie mitgebracht. Sind zwar nur aus Plastik, aber besser als nix. Ist zwar nicht die eleganteste Methode, aber sie funktioniert. Et voilà. Danke. Ich sollte übrigens ganz lieb von meinem kleinen Sohn grüßen. Jakob findet sie offensichtlich genauso nett wie ich. Das ist lieb. Aber ich glaube Ihnen kein Wort. Hallo? Schwester Lotte! Kloster Kaltental, Schwester Sophie? Kloster Kaltental? Keiner dran. Was ist denn los? Eine Frau hat Julias Geldbeutel und eine unserer Kunden entwendet und macht hier als Nonne die Gegend unsicher. Jetzt ist mir alles klar. Was? Die habe ich gesehen eben, auf dem Heimweg. Und ich dachte noch, komisch, die kenne ich gar nicht. Wo? In der Stadt. Die stand vorm Schaufenster von der Boutique am Rathausplatz. Ich wollte schon anhalten, aber da ist sie reingegangen. Wann war denn das? Eben, so vor 10, 15 Minuten. Herr Meier? Ich bin's nochmal. Schwester Sophie hat sie gesehen. Na, die falsche Nonne. Wenn Sie sich beeilen, dann erwischen Sie sie noch. Sie ist in einer Boutique. Wie heißt die Boutique? Keine Ahnung. Die ist gleich am Rathausplatz. Haben Sie es verstanden? Herr Meier? Herr Meier? Der ist schon unterwegs. Hoffentlich schafft das noch. Wenn sie sich neue Klamotten zulegt, erwischen wir sie nie. Wir haben sie wahrscheinlich erwischt. Herr Meier fährt gerade in Ewigkeit. Amen. So, und jetzt in aller Ruhe. Was ist der Stand der Dinge? Schwester Sophie hat sie in eine Boutique reingehen sehen. Herr Meier fährt gerade hin. Dann ist doch der Fall in den besten Händen, oder? Nicht wirklich, weil wenn sie den Habit nicht mehr anhat, dann kann sie seelenruhig untertauchen. Deswegen brauchen wir ja Schwester Hildegard und Sie, weil Sie sie gesehen haben. Ich glaube kaum, dass die ehrwürdige Mutter Interesse daran hat, in der Stadt herumzulaufen und nach einer falschen Nonne Ausschau zu halten. Na gut, dann eben Sie. Wir müssen was unternehmen. Herr Meier hat doch diesen einen Mitarbeiter, der bei ihr viel zu bemerkt hat. Sophie, doch nicht du. Aber ich habe sie zuerst gesehen. Nur einmal das, was ich dir gesagt habe. Na, ob das was wird? Vielleicht sollten wir den gut gemeinten Absichten mit etwas Gebet nachhelfen. Wo sind die anderen? Felicitas ist noch in der Klinik und Agnes und Julia sind im Keller. Etikettieren.
Also da? Ja, da. Sie war da, aber wir sind zu spät gekommen. Mist. Schwester Hildegard kann sie identifizieren. Auch in Zivilklamotten? Sie hat sich eben ein Dirndl gekauft. Ich denke schon. Nur müsste ich sie dazu ja wohl sehen. Und wie wollen Sie das bewerkstelligen? In der Stadt herumrennen? Mitnichten. Es gibt ja auch noch so etwas wie ein Fahndungsbuch. Sprich, ein Computer, in dem alle einschlägig Vorbestraften erfasst sind. Also, darf ich Sie bitten, aufs Revier zu kommen? Herr Mayer, das bringt doch nichts. Bald kann sie nicht gekommen sein. Leite ich die Fahndung oder Sie? Sie natürlich, Herr Mayer. Aber bevor es den Computer gab, gab es den Verstand. Und den sollten wir auch einsetzen. Also, Schwester Lotte, bei aller Liebe, im Rathaus und mit Herrn Wöller können Sie das vielleicht durchziehen, aber nicht mit mir. Also, folgen Sie bitte. Himmel, Herr Mayer, so schwer ist das doch nicht. Jetzt versetzen Sie sich doch einfach mal in die Psyche einer Frau. Gestern saß sie noch auf der Straße vor dem Bahnhof in München und sah dementsprechend aus. Und heute? Heute hat sie Geld und kleidet sich neu ein. Das weiß ich. Das habe ich eben... haben wir eben höchstpersönlich selbst recherchiert. Ja, also, was braucht sie denn noch außer neuen Klamotten? Ein Make-up und Maniküre. Eine neue Frisur. Also, wo ist der nächste Frisiersalon? Oh, da gibt's etliche. Aber der nächste ist der Spanier beim Italiener in der Türkenstraße. Und? Haben Sie sie? Leider nein. Aber wir wären ganz dicht dran. Der Friseur hatte keinen Termin frei und hat sie wieder weggeschickt. Nein! Aber morgen kommt sie wieder und dann haben wir sie. Friseur? Neu eingekleidet hat sie sich auch. Mit deiner Kreditkarte. Platin, ohne Limit. Liebe Schwestern, darf ich Sie alle in die Kapelle bitten? Zu einem Gebet für diesen armen Menschen. Und dann, um auch Sie über gewisse geschäftliche Veränderungen in Kenntnis zu setzen. Geschäftliche Veränderungen? Herr Bürgermeister, was darf es sein? Ich hätte gern Sprudel und falls es noch was zu essen gibt, zwei Bratwürste mit Kartoffelsalat oder sowas in der Richtung. Sprudel? Kein Champagner? Also hat der Lehmann uns in der Spitze nicht in der Gemeinderatssitzung wieder untergebuttert? Hm? Untergebuttert? Lehmann? Mich? An so einem Tag bestelle ich keinen Sprudel, sondern einen Kanister Benzin. Gieß ihn über mich und du darfst das Streichholz hinhalten. Du hast es also geschafft. 400.000 ist so laut. 300.000. Und du kannst dem Schöpfer auf Knien danken. Der Lehmann ist nicht auf den Kopf gefallen. Der hat messerscharf seinen Finger auf die Wunde von der Nachkalkulation gelegt. Grundwasserschutz? Ach, weißt du, du mit deinen paar Plastikplanen und deinen Strohballen ist so kein Grundwasserschutz. Das ist allenfalls Augenwischerei. Ja, aber ich bin wenigstens froh, dass ich dir 300.000 habe auskitzeln können. Kannst du schon mal anfangen, mir die Füße zu küssen? Ja. Was? Es gibt nur noch kalt. Die neue Köchin ist schon gegangen und der Willi hat gesagt, wenn du warm essen willst, sollst du in die goldene Sonne gehen. Du sag dem Willi einen schönen Gruß, ja. Wenn er weiterhin den Bürgermeister zu seinen Stammgästen zählen will, dann soll er wenigstens so tun, als würde er Wert drauf legen. Also das kriegst du mit Sprudel nicht runter, das sage ich dir. Ich habe gestern gelumpt und morgen muss ich früh raus. Ach, komm doch auf, das gibt's ja nicht, das muss doch gefeiert werden. Erika, bring uns mal eine Flasche Hausmarke und zwei Gläser. Ja. Hausmarke? Also wenn schon, denn schon. Französisch. Ja, bist du verrückt? 80 Euro, spinnst du? Erika, vergiss das mit der Hausmarke. Bring uns so ein Fläschchen, was sich auf Chateau reimt. Mit einem schönen Etikett drauf, ne? Entschuldigung, Frau, dürfen wir Sie auf ein Gläschen einladen? Ja, also... Da sage ich natürlich nicht nein. Biete der Dame noch mal Platz. So. Huber. Grüß Gott. Wöller. Kloslowski.
So, also, aber ich trinke nur ein Gläschen, weil ich muss morgen früh raus. Ja, ich vertrage auch nicht mehr als ein Glas. Und vor allem keinen Champagner. Kein Champagner? Das ist doch eine Übungssache und das üben wir jetzt mal, Wolfi, hä? Erika, wo bleibt denn der Champagner? Früher, vor der Armbanduhr und vor dem Handy, haben die Menschen sich nach dem Geläut der Glocken ihrer Gotteshäuser orientiert. Aber diese Zeiten sind vorbei, und zwar endgültig. Das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Wir versteinern zu Fossilien, wenn wir uns nicht bewegen, nicht flexibel sind und uns anpassen. So wie die Natur und die Evolution uns das täglich vorleben. Die Kunst dabei ist nur, dass man immer noch die Glocken hört, in sich. Und die Sehnsucht empfindet nach unserer inneren Heimat. Gott. Ich werde mein Amt als Oberin niederlegen und nach Rom gehen. Meine Nachfolgerin wird Schwester Mechthild aus Köln sein. Und in den nächsten Tagen wird sie sich Ihnen persönlich vorstellen. Ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht, aber die einzige progressivere Alternative, die auch mir lieber gewesen wäre, hat sich leider nicht dazu entschließen können, die Verantwortung auf sich zu nehmen. Weil sie vielleicht nicht weiß, dass dieses schwere Amt dem Träger mehr Kraft verleiht, als man sich vorstellen kann. Ich habe das am eigenen Leib erfahren dürfen. So. Und jetzt würde ich sagen, Schwester Lotte spielt uns noch etwas auf dem Harmonium und dann begeben wir uns zur Nachtruhe. Schweigend, bitte. Was machen Sie da? Er kann sich denn an gar nichts mehr erinnern. Ich habe dich doch heimgefahren. Was? Du hast einfach den Champagner nicht vertragen. Aha. Ich wollte mit deinem Freund mit, weil der war mir zu ordinär. Moment. Ich muss jetzt ins Bad, ja? Ja. Und wenn ich geduscht habe, dann sind Sie nicht mehr da. Ja, aber Wolfgang, was haben Sie denn auf einmal? War mit geschätzten 80 km/h. Haben Sie die Post schon geliefert für die Nonnen? Ja, sicher. Na, bravo. Sehr wundern. Ja, ich weiß. Das sieht so aus, als hätte ich versucht, den Kasten da aufzubrechen.
Sie haben versucht, den Kasten aufzubrechen. Und das grenzt an versuchten Einbruchdiebstahl. Diebstahl? Ich wollte nur an das kommen, was mir gehört. Ein Brief, der irrtümlicherweise an das Kloster Kaltental geschickt worden ist. Ja, Sie können Ihren Notizblock ruhig wieder wegstecken. 80 Kilometer in einer geschlossenen Ortschaft. Versuchter Diebstahl. Beamtennötigung. Darf ich Ihren Führerschein sehen? Herr Meier. Ihre Papiere bitte. Ich glaube, die habe ich zu Hause liegen gelassen in der Eile. Ihre Liste wird immer länger. Fahren ohne Fahrerlaubnis. Angeschnallt waren Sie auch nicht. Ja, Herr Meier, ich flieh Sie an. Machen Sie hier keinen Aufstand. Ja? Die Nonnen können doch jeden Moment rauskommen. Lassen Sie uns das von Mann zu Mann klären. Im Ochsen. Heute. Nach Dienstschluss. Jetzt hören Sie mir gut zu. Ich werde von einer Strafverfolgung Abstand nehmen. Ausnahmsweise. Weil unserer Gemeinde wenig damit gedient ist, wenn hier Oberhaupt Land auf Land ab in der Presse zur Witzfigur gemacht wird. Und zweitens habe ich einen dringenden Termin. In einem Damensalon. In einem Damensalon. Lassen Sie sich eine Dauerwelle legen. Keine dummen Scherze. Das ist rein dienstlich. Aber Sie, ab sofort erwarte ich von Ihnen ein mustergültiges Verhalten. Nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch im Privat- und Berufsleben. Haben wir uns verstanden? Ja. So. Und jetzt machen Sie sich vom Hof. Jawohl. Meinen Sie nicht, es wäre besser, wenn Sie Ihr Polizeigefährt irgendwo anders parken? Das wäre in der Tat. Aber Sie bleiben hier. Tun Sie so, als würden Sie ins Schaufenster schauen. Ich denke, es ist besser, wenn ich im Salon warte. Wenn sie eine Nonne sieht, wird sie vielleicht misstrauisch. Gute Idee. Hätte von mir sein können. Bis gleich. Sie erinnern sich doch an mich. Hä? Na, gestern am Hauptbahnhof in München. Das werden wir gleich haben. Darf ich um Ihre Handtasche bitten? Danke. Wolfgang Wöller. Ich glaube, ich spinne. Männer, was soll ich sagen? Wenn Dummheit wehtun wird, müssten die den ganzen Tag schreien. Jetzt hören Sie auf, gegen Schwester Mechthild zu opponieren. Sie sind doch an dieser Lösung nicht ganz unschuldig, oder? Ja. Aber das muss doch nicht bedeuten, dass man Schwester Mechthild mit dieser Aufgabe betreut. Wo sie so konservativ ist. Entschuldigung, aber so ist es. 10 Minuten, hat sie gesagt. Ehrwürdige Mutter, das darf doch nicht sein. Na, war Ihre Mission erfolgreich? Ja. Und mein Geldbeutel? Der ist bei Herrn Meier auf dem Revier. Mutter Oberin, für Sie. Zum Abschied, vielleicht vergessen Sie uns dann nicht so schnell, wenn Sie ein kleines Schlückchen davon trinken in Ruhm. Eine Art Limoncello, ein Klostergeist, Limoncello. Danke, aber keine Angst. Ein wenig werden Sie sich noch mit mir gedulden müssen. Ich gehe erst, wenn ich meiner Nachfolgerin einen ordentlichen Haushalt übergeben kann. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Schwester Lotte, übrigens, war das letzte Opfer der Dame, Herr Wöller. Was? Ja, sie hatte seinen Geldbeutel. Nein. Ach, übrigens, da hat jemand versucht, unseren Briefkasten aufzubrechen. Vielleicht wegen dem Brief hier. Der ist für Sie, ohne Absender. Könnte es sein, dass ihr vielleicht an eure Arbeit müsstet? Es ist schon nach 9.
Sag mal, Willi, hab ich zufällig gestern bei euch meinen Geldbeutel liegen lassen? Das ist ein Schwarz. Du bist heute bei mir, ja? Ich melde mich nochmal. Auch das noch. Ich habe Herrn Wachtmeistermeier nur einen Weg abgenommen. Hier, Ihr Geldbeutel. Ich muss mich allerdings sehr wundern, wie der in die Hände einer Trickbetrügerin kommen konnte. Was? Laut Aussage von Wachtmeistermeier soll die Dame bei Ihnen übernachtet haben. Was ich kaum glauben kann nach der Lektüre Ihres Gedichtes. Ja, also erstens, ich weiß gar nicht, wie die Dame ins Haus kam. Die fand ich heute früh auf dem Sofa. Und zweitens, die Sache mit dem Brief, ja, da war ich nicht zurechnungsfähig. Nicht zurechnungsfähig? Aha. Darf ich das auf der nächsten Gemeinderatssitzung vielleicht zitieren? Ich meine, ich habe einen über den Durst getrunken. Also geben Sie mir den Brief und wir vergessen das Ganze. Welchen Brief? Mit dem Alkohol sollten Sie vielleicht ein bisschen besser aufpassen. Mhm. Wie wäre es mit einem Seminar bei uns? Schon wieder? Das ist ja die allergrößte Frechheit. Ich habe von dem Vorfall gerade eben erst gehört. Ich bin Schwester Lotte von Kloster Kaltental. Das kann ja jeder behaupten. Die andere hat mir sogar ihren Ausweis gezeigt. Julia Seewald. Julia Seewald ist unsere Novizin und sie ist außerdem die Tochter vom Bankier Seewald. Und ich glaube kaum, dass sie das nötig hat, sich so zu bereichern. Sollten wir beide nicht vielleicht gemeinsam die Polizei rufen? Ich will keine Polizisten hier. Dann steht alles brühwarm in der Zeitung und ich stehe da wie eine Dumme. Und jetzt, bitte, ich muss mich hinlegen. Mir ist ganz schwindelig. Würden Sie sie denn vielleicht wiedererkennen? Ich weiß nicht. In diesen Kutten sehen doch alle gleich aus. Ja! Waren Sie bei der Frau? Ja, wir haben Glück. Ich hätte die Polizei Gott sei Dank noch nicht angerufen, aus Angst vor dem Gerede mit den Nachbarn. Ja, aber die Polizei muss das doch wissen. Ja, aber Herr Mayer und nicht irgendwer. Ich will nicht, dass Möller den Skandal daraus macht. Ja, bist denn Mayer hierher kommt, da hat sie vielleicht alle... Aber Mayer an. Mein Geldbeutel ist gestohlen. Ja, ich hatte den in der Schreibtischschublade, weil ich mir ein Buch bestellt habe. Und dazu brauchte ich meine Kreditkartennummer. Es muss heute Morgen jemand hier gewesen sein, während wir in der Kapelle waren. Ja, 3 Scheiben Schinken haben gefehlt vom Aufschnitt. Ja, ich habe sie nämlich nachgezählt. Und das Gleiche wirst du jetzt mit den Hubbits tun. Du gehst hoch und zählst sie nach. Und du rufst bei Schwester Hildegard an und fragst, ob es in München ähnliche Vorfälle gibt. Kann nicht Agnes in München anrufen? Schwester Hildegard und ich stehen nicht auf sonderlich gutem Fuß miteinander. Julia, es ist nicht an der Zeit, private Animositäten zu züchten. Also bitte tu, was ich dir gesagt habe. Hm? Und du? Ich? Ich halte die Stellung hier. Dann kannst du ja dem Installateur sagen, was er zu tun hat. Was? War der immer noch nicht da? Nein! Reuter. Kloster Kaltental. Julia Seewald. Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Ich wollte eigentlich Schwester Hildegard erreichen. Wir sind unterwegs, Schwester Julia. Und der Hausapparat ist auf mein Handy umgestellt. Um was geht es denn? Schwester Hildegard hat alle Hände voll zu tun. Wir haben hier bei uns eine Trickbetrügerin, die sich als Nonne ausgibt. Wie bitte? Ja. Und Schwester Lotte hat mich gebeten, Schwester Hildegard anzurufen, um sie zu fragen, ob es in München ähnliche Vorfälle gegeben hat. Wir befinden uns auf der Rückfahrt vom Flughafen ins Mutterhaus. In 10 Minuten müssten wir da sein. Wir melden uns wieder. Was wollte Frau Seewald von mir? Frau Seewald ist immer noch Ihre Schwester im Herrn, also zügeln Sie Ihre Abneigung. Alles andere werden Sie gleich erfahren. Und schauen Sie bitte nach vorn.
Gewisse Kardinäle in Rom würden es Ihnen nie verzeihen, wenn Sie mich an einen Baum fahren. Ich lasse mich von dir nicht dauernd unter Druck setzen, ja? Kapier das endlich. Der älteste Trick der Welt. Die billigsten Anbieter spielen und hinterher alles Mögliche draufschlagen. Komm, das ist kein Schmuh. 40% ist schon die Inflationskorrektur. Ja, und der Rest, der kommt durch Umweltauflagen und die Anlieger zustande. Schließlich war es nicht meine Idee, die Kläranlage neben diesem Feuchtgebiet zu platzieren. Das warst du. Ich? Jetzt tu nicht so scheinheilig. Wem gehörten denn die 400 A laut Grundbuchauszug? Doch deiner Ex-Frau, oder? Zum Zeitpunkt der Vergabe gehörte sie ihrem Onkel mütterlicherseits. Was kann ich denn dafür? Konnte nicht wissen, dass der abschmiert und sie das erbt. Ich will nur das Geld, das mir zusteht. Und du wirst es mir im Gemeinderat besorgen. Und halt mir den Lehmann vom Hals. Sonst verschwindet der Mann irgendwann spurlos in Beton. Das ist aber gar nicht komisch, aber... Kleiner Scherz. Aber ganz kleiner. Meier, tun Sie Ihre Pflicht. Was soll denn das, Herr Meier? Ich dachte, Sie wollten Karriere machen. Das hat sich erledigt. Fritz Hechler kriegt den Posten, nachdem Sie sich nicht für mich eingesetzt haben. Was? Aber wissen Sie was? Seitdem geht es mir schon viel besser. Ich habe nachts ja schon nicht mehr schlafen können bei den Gedanken. Und das da, das ist wie Weihnachten. Halteverbot und Blockieren einer Feuerwehranfahrtszone. Das wird Konsequenzen haben, ja? Sie werden sich noch wundern, ja? Hier. Das gibt leider noch einen Strafzettel. Verschmutzung städtischer Anlagen haben Sie selbst durchgeboxt im Gemeinderat. Damals beim Wettbewerb Unsere Stadt soll schöner werden. Noch ein Wort haben wir. Seien Sie doch nicht so misstrauisch, ja? Also meine Komplimente, die waren total ernst gemeint. Sie sind eine Frau, mit der kann man Pferd stehen. Also ich meine nur bildlich gesprochen. Ja, Wöller, ich glaube, Sie haben ein bisschen zu viel von dem Geburtstagsschlampan-Champagner von der Frau Laban erwischt. Also, so ein paar Gläschen hauen doch einen Mann wie mich von meinem Kaliber nicht um. Außerdem, Sie haben auch ganz schön gepichert. Gute Nacht, Herr Wöller. Gute Nacht. Es ist doch erst kurz nach 10. Oh, also dafür, dass ich Sie chauffiert habe, habe ich mir doch eigentlich einen Absacker verdient. Marke Klostergeist. Herr Wöller. Ist doch nur menschlich, oder? Verweile. O Augenblick. Du bist so schön. Herr Wöller. Sie haben mich doch gar nicht chauffiert. Wir sind mit dem Taxi gekommen. Ah ja. Wenn ich meinen Schatz rufen darf, tu ich ihm winken. Ja, winke mit den Äugelein. Ja, ja, Äugelein. Dazu sind sie ja da. Vorsicht, meine Herren. Da, 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 da. Also, liebe Schwester Lotte, nein, liebe Charlotte, hochverehrte Frau Albers, du unerreichbares göttliches Wesen. Ja, das hat was. Schlägt unter deiner schwarzen Kutte auch ein heißes Herz? Liegst du auch in deiner kargen Zelle wach und träumst von einem anderen Leben? So schreiben wir das.
Hallo? Hallo? Also ich sitze jetzt hier schon eine geschlagene halbe Stunde und weit und breit ist kein Wagen von der Post zu sehen. Und? Gehen Sie das jetzt an? Dabei steht auf dem Briefkasten unmissverständlich, dass die Leerung um 9 Uhr und um 14 Uhr stattfindet. Warten Sie halt, der kommt gleich. Ja, sagen Sie mal, wie reden Sie mit mir? Ich bin nicht Kriti Pleti, ja? Bin der Bürgermeister von diesem Kaff. Grüß Gott, Frau Köhler. Entschuldigen Sie die Störung, aber ich komme von der Altenversorgung. Können Sie einen Moment sprechen? Ich gebe nichts. Na, Sie sollen ja auch nichts geben. Im Gegenteil, Sie sollen ja was kriegen. Einen Beitrag für Ihre Altersversorgung. Ah, ja? Ja, je nach Ihren Lebensumständen und der Höhe Ihrer, also Ihrer Versorgung, gell, kann das bis zu 200 Euro im Monat ausmachen. Aber das müsst ihr natürlich erst prüfen. Das ist natürlich etwas anderes. Kommen Sie doch herein. Ja, Gott segne Sie. Sie müssen schon entschuldigen, aber heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein. Besonders in meinem Alter. Erst letzte Woche war wieder eine von diesen Zeitschriftenwerbern hier. Und ich hatte vergessen, die Kette vorzulegen. Ja, ja. Es gibt schon üble Zeitgenossen. Aber bitte setzen Sie sich doch, ich bin gleich zurück. Danke. Ich verwahre meine Unterlagen, alle im ehemaligen Studierzimmer von meinem Mann. Möchten Sie vielleicht auch einen Tee? Ja, danke, gern. Er ist noch warm. So, das wären meine Belege von der Kasse. Das Bild hat mir mein Mann zu unserer silbernen Hochzeit geschenkt. An dem See in Tirol haben wir unsere Flitterwochen verbracht. Schön. Frau Lama? Ah, Schwester Lache. Sie sollen sofort ins Kloster kommen. Irgendein Notfall, hat Schwester Agnes gesagt. Ach, Schwester Agnes übertreibt gerne mal. Frau Lama, Sie sehen ja heute verboten gut aus. Ist Herr Wöller schon da? Nein, der ist noch nicht aufgetaucht. Ist ja auch kein Wunder, der verträgt ja keinen Sekt. Ja, das tut er nicht. Wie er sie immer angemacht hat. Ich glaube, seit der Nacht, wo sie beide im Archiv eingesperrt waren, da hat er sich in sie verknallt. Frau Laban, wir haben uns nur gestritten da unten, ehrlich. Ja, was sich liebt, das neckt sich. Rathaus Kaltenthal, Laban? Ja, Moment, Schwester Agnes. Ja, was gibt's? Ach, Gott sei Dank erreiche ich dich endlich. Du musst sofort kommen. Vor einer halben Stunde hat eine vollkommen verzweifelte Frau hier angerufen und behauptet, eine von uns hätte bei ihr im Haus 500 Euro und den gesamten Familienschmuck geklaut. Was? Ja, sie hat behauptet, sie heißt... Julia, ich habe ihr gesagt, das kann überhaupt nicht sein, aber sie hat mir nicht geglaubt. Aber das gibt's doch gar nicht. Hast du eine Telefonnummer? Nein, aber ihre Adresse. Frau Köhler, Wittelsbacher Straße 12. Gut, das werden wir gleich haben. Und bitte behalte die Nerven. Probleme? Ach, ich fürchte... Es wird doch schlimmer, als ich dachte. Bitte richten Sie Ihrem Chef aus, dass er mich unbedingt anrufen soll. Gut. Herr Michels, das geht jetzt leider nicht. Jetzt nehmen Sie sich doch das nicht so zu Herzen. Herr Wöller ist doch quasi selber schuld, dass er eingesperrt wurde. Er hat Ihnen ja verboten, das Archiv zu betreten. Ja, aber es ist mir unheimlich peinlich. Ach, das wird sich schon wieder einrenken. Thank you.
Herr Weller hat gesagt, der nächste Erste ist der letzte für mich. Sparmaßnahmen. Lächerlich. Raus. Ich hab Frau Lauber nur... Raus! Herr Wöller, Herr Michels. Keine Widerrede. Wenn... Einen wunderschönen guten Morgen, Wöller. Vielleicht sagt Ihnen der Name was? Klar. Tag, Herr Bürgermeister. Ja, mir ist ein kleines Malheur passiert. Und zwar wollten Sie bitten, mir einen Brief wieder zu geben, den ich gestern Nacht hier eingeworfen habe. Er ist an das Kloster Kaltental adressiert und ist sicher leicht zu identifizieren und ganz leicht rauszufischen. Nein, tut mir leid. Das ist ausgeschlossen. Was? Da könnte ja jeder kommen und einen Brief abfangen wollen. Das heißt ja jeder. Das ist mein Brief. Irrtum. Sobald ein Postgut in einem Postgut-Sammelbehälter verwahrt wird, ist es bis zum Augenblick der Übergabe an den Adressaten Eigentum der Post. Und jede mutwillige Beschädigung, Entwendung und oder Umleitung unterliegt einer Strafverfolgung. Moment. Keine Regel ohne Ausnahme. Nehmen wir mal an, der Absender eines Briefes, ja, würde dem zuständigen Postgut-Sammelstellenlehrer einen angemessenen Betrag, sagen wir mal so, zwischen 100 und 200 Euro. Herr Weller! Ja, und? Den Erwerb eines Vorführwagens vom Autohaus Wöller zum Vorzugspreis in Aussicht stellen? Ich flehe Sie an. Und ich verliere meinen Job. Tut mir leid. Bist du denn gestern Abend nach Hause gekommen? Tu doch nicht so, das hast du genau registriert. Ja, es war kurz vor 12. Und betrunken warst du auch. Was hast du denn wieder? Kann man denn nicht mal mehr in Ruhe frühstücken? Der Installateur kommt gleich und bis dahin will ich mit dem Geschirr fertig sein. So eine Pleite. Das waren Seminarteilnehmer. Er war auf Geschäftsreise und hat nicht mitgekriegt, dass wir absagen mussten. Das ist zum Heulen. Aber es ist bald vorüber. Ich werde heute auf der Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Wöller das Messer auf die Brust setzen und entweder er lässt uns endlich in Ruhe oder aber ich werde einen Untersuchungsausschuss gegen ihn und seine Buchführung in die Wege leiten und dann ist er die längste Zeit Bürgermeister gewesen. Es kann doch echt nicht wahr sein, dass er uns über das Gesundheitsamt die Seminare sperren lassen will. Wegen so ein paar alten Wasserrohren. Du hättest eben Bürgermeisterin bleiben sollen, dann wäre das heute alles Schnee von gestern. Ach, auf einmal. Sonst waren Sie doch immer dagegen. Ich? Ja, Sie. Jetzt hört doch endlich auf. Fällt sonst noch was an? Was hat sie denn? Keine Ahnung. Bevor ihr alle auseinandergeht, kann mir heute jemand helfen? Die ganzen Flaschen müssen noch etikettiert und eingepackt werden. Morgen ja, heute kann ich nicht. Heute Abend vielleicht. Nach der Gemeinderatssitzung habe ich 2 bis 3 Stunden Zeit. Was ist eigentlich mit Barbara? Sie hat doch jetzt ihre eigene Wohnung. Dann bleibt wieder alles bei mir hängen. Ach du Arme. Ach, Lotte, hat das denn nie ein Ende? Wir bräuchten eine Woche der Besinnung. Irgendwo, ohne Telefon und Fax. Und ohne Wöller. Eine Woche schaffen wir nicht. Aber ein Wochenende vielleicht. Wir machen eine Wanderung nach Blaubeuern zu den Benediktinerinnen und übernachten dort. Das wäre schön. Ja. Hier eine. Meine Sekretärin anbaggern. Da bin ich das. Und jetzt raus. Aha. Und Sie verbinden mich mit der Oberpostdirektion in München. Und mit wem da? Mit dem Direktor. Je höher, desto besser.
Herr Oberpostdirektor ist in einer Besprechung und heute nicht vor 16 Uhr zu erreichen. Es ist nicht zu fassen. Diese Dünnbrettbohrer, wenn man sie einmal braucht im Leben. Was ist denn? Ach, nichts. Privat. Ich muss nach München. Sagen Sie sämtliche Termine für heute ab. Und wenn ich den Herrn persönlich aus seiner Besprechung zerren muss. Ja, aber die Gemeinderatssitzung. Und Schwester Lotte hat auch um Rückruf gebeten. Und eigentlich sollten Sie längst in der Kläranlage sein. Da ist doch der Lokaltermin heute. Was haben Sie denn? Restalkohol von gestern. Oder was? Ja, auch das. Aber das Schlimmste ist, das dürfen Sie aber keiner Menschenseele erzählen. Kann ich ein Glas Wasser haben und eine von Ihren Kopfhüttabletten? Sagen Sie schon. Ich habe einen Brief geschrieben. An Schwester Lotte. An Schwester Lotte? Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den getippt habe. Ja, ich habe ihn geschrieben. Gestern Nacht. Im Vollrausch. Und ich Idiot habe ihn auch noch eingeworfen. Nachts um 12. Ich verstehe. Und ich nehme an, Sie haben sie fürchterlich beschimpft und beleidigt und haben jetzt Angst, zu weit gegangen zu sein. Ach was. Das würde ich ja noch locker wegstecken. Nein. Das ist ein Liebesbrief. Hä? Ja. Wie ein pubertierender Penele habe ich mich benommen. Und dann habe ich, glaube ich, auch noch ein Gedicht geschrieben. Also, ich meine, ganz genau weiß ich das gar nicht mehr. Weil ich war, wie gesagt, voll wie tausend Haubitzen. Eine Klosterschwester einen Liebesbrief schreiben, Herr Wöller, Herr Wöller. Ich kenne diese Frau leider auch ohne Kutte. Damals im Wahlkampf. Und da ist alles dran. Gott, ist das ein Schlamassel. Ich nehme an, Sie möchten jetzt den Brief abfangen, bevor er im Kloster ankommt. Na klar. Nur diese Erbsenzähler von der Post, die wollen ihn nicht rausrücken. Ja, warum denn nicht? Wenn Sie den Brief geschrieben haben und der Absender hinten drauf steht. Ja, es ist ja kein Absender drauf. Ja? Ich hab geschrieben, Schwester Lotte, Kaltental etc. Und persönlich vertraulich, dummerweise auch noch. Und so einen Brief bekomme ich nur vom Adressaten wieder. Sprich von Schwester Lotte. Aber so weit darf es um Gottes Willen nicht kommen. Dann müssen Sie sich eben auf die Lauer legen und den Briefträger abpassen. Ich glaube, die Tour hat der Sohn vom alten Kröger. Für ein paar Flaschen Rotwein ist er doch für alles zu haben. Genau. Sie sind ein Genie. Toll. Genauso machen wir es. Oh Gott, ist mir schlecht. Jetzt beruhigen Sie sich und dann fahren Sie raus zur Kläranlage, sonst kriegen Sie Ärger mit dem Huber. 400.000. Dieser Kerl kann den Kanal nie voll genug kriegen. So, voll aber. Da? Wir machen uns auf den Weg und gehen unseren Pflichten nach. Danke, Frau Lama. Sie und ich, zusammen, sind wir unschlagbar. Und ich werde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass Sie aus dem Polizeidienst fliegen. Und zwar mit Schimpf und Schande. Und jetzt lassen Sie mich zufrieden mit Ihren Schmierfink-Aktionen. Meier, bitte kommen. Meier, bitte kommen. Ja, Meier? Ins Kloster. Hat sie gesagt, worum es sich handelt? Okay. Ich bin schon unterwegs. Ich war in Köln. Die Mitschwestern informieren und eine Nachfolgerin suchen. Ja, ich habe eine gefunden. Schwester Mechthild. Ich weiß, Exzellenz, aber das ist Teil meiner Strategie, die ich Ihnen im Augenblick nicht erläutern möchte. Sie ist nämlich ziemlich gemein. Ich sehe, Sie haben mich verstanden. Also dann, bis Sonntag beim Hochamt. Schwester Mechthild... Also ehrlich, Mutter. Haben Sie Schwester Lotte erreicht? Ja,
Und ich wollte Sie fragen, ob ich mir Ihren Wagen ausleihen kann. Es geht um die Identifizierung einer Person. Wie? Sie kennen diese Betrügerin etwa? Ich habe den Verdacht, dass es sich um die gleiche Frau handelt, der Sie gestern Geld für einen Fahrschein nach Kaltental gegeben haben. Sie wollte Ihre kranke Mutter besuchen. Das ist eine der üblichen Ausreden, um gutgläubige Menschen um Geld anzupumpen. Außerdem haben Sie ihr nahegelegt, sich in unserer Niederlassung zu melden, falls sie Hilfe benötige. Also was ist? Soll ich nach Kaltental fahren? Ich fahre mit. Ich wollte morgen sowieso hin. Und bei der Gelegenheit kann ich dann ja auch gleich dafür sorgen, dass dieser Dame das Handwerk gelegt wird, falls ihre Vermutung stimmen sollte, was ich allerdings bezweifle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir meine Menschenkenntnis derart abhanden gekommen sein sollte. Und wenn, dann ist das Sache der Polizei, nicht unsere. Herr Meier, wo bleiben Sie denn? Ich habe auch noch andere Kunden außer Ihnen. Und im Streifenwagen sitze ich auch nicht die ganze Zeit und warte, dass Sie mich anrufen. Um was geht es denn? Springt Ihre Schrottlaube mal wieder nicht an? Ach, wenn es nur das wäre. Nein, es geht um Betrug und Diebstahl. Na. Doch, hier in der Gegend treibt sich eine Frau herum, die eine unserer Kunden und einen Geldbeutel geklaut hat. Und sie geht ganz gezielt zu alten Leuten, klingelt, lügt ihnen was vor und beklaut sie dann. Schwerer Diebstahl in Kaltental? Davon müsste ich doch was wissen. Herr Meier, Sie sind der richtige Mann für diesen Fall. Sie erledigen das und zwar möglichst unauffällig. Sie fahren jetzt zu einer Frau Köhler. Hier ist die Adresse. Mhm. Mich hat sie ja nicht hereingelassen, aber Sie in Ihrer Uniform, Sie imponieren ihr bestimmt. Ich schaff das schon. Bleibst du zum Essen? Ich muss mich mal wieder im Kloster blicken lassen, ehrlich. Schade. Naja, ist vielleicht auch besser so. Ich muss lernen, alleine klarzukommen. Hauptsache, du lässt dich nicht wieder von diesem Architekten bequatschen, den Babysitter zu spielen. Zwischen mir und Herrn Bachmann ist nichts. Wann begreifst du das endlich? Ich sag ja nur. Du brauchst keinen Mann, du brauchst einen Job. Und wenn du nicht mehr stillen musst, kann Julia die Kleine im Kindergarten übernehmen. Wenigstens vormittags. Ich lasse mein Kind nicht allein. Andere Mütter tun das auch. Aber ich nicht. Außerdem gibt es Jobs, wo man sein Kind mitbringen kann. Hol die Frau Selenius. Hallo, Schwester. Oh, Blumen für mich. Das wäre aber wirklich nicht nötig gewesen. Hör auf. Schon gut. Ich gehe ja schon. Ich wollte mich nur noch mal bei Ihnen bedanken und zur neuen Wohnung gratulieren. Danke. Ich würde Sie ja reinbitten, aber im Augenblick habe ich nur einen Stuhl. Macht doch nichts. Aber ein Glas Wein hätte ich da. Sophie hat eine Flasche mitgebracht zur Einweihung. Kommen Sie rein. Machen Sie die Tür zu. Ich lege noch schnell die Kleine hin. Haben Sie irgendwo eine Vase? Vielleicht in der Küche, geradeaus. Im Haus. Stellen Sie sie doch auf die Heizung. So, und wenn Sie jetzt noch einen Trick kennen, wie man eine Weinflasche aufkriegt ohne Korkenzieher. Was ist das? Für Sie. Ein Wohnungsbesitzer ohne Werkzeugkasten ist verraten und verkauft. Danke. Ist zwar kein Korkenzieher drin, aber zur Not geht's auch damit. Kann ich das Handtuch benutzen? Ja. Die hat Sophie mitgebracht. Sind zwar nur aus Plastik, aber besser als nix. Ist zwar nicht die eleganteste Methode, aber sie funktioniert. Et voilà. Danke. Ich sollte übrigens ganz lieb von meinem kleinen Sohn grüßen. Jakob findet sie offensichtlich genauso nett wie ich.
seien Sie doch nicht so misstrauisch, ja? Also meine Komplimente, die waren total ernst gemeint. Sie sind eine Frau, mit der kann man Pferde stehen. Also ich meine nur bildlich gesprochen. Herr Wöller, ich glaube, Sie haben ein bisschen zu viel von dem Geburtstagsschlampan-Champagner von der Frau Labern erwischt. So ein paar Gläschen hauen doch einen Mann wie mich von meinem Kaliber nicht um. Außerdem, Sie haben auch ganz schön gepichert. Gute Nacht, Herr Wöller. Gute Nacht. Es ist doch erst kurz nach 10. Oh, also dafür, dass ich Sie chauffiert habe, habe ich mir doch eigentlich einen Absacker verdient. Marke Klostergeist. Herr Wöller. Ist doch nur menschlich, oder? Verweile, o Augenblick, du bist so schön. Herr Wöller, Sie haben mich doch gar nicht chauffiert. Wir sind mit dem Taxi gekommen. Ah ja. Wenn ich mein Schatz rufen darf, tu ich ihm winken, ja, winke mit den Äugelein, ja, ja, Äugelein, dazu sind sie ja da. Vorsicht, meine Herren. Da, 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 da. Hochverehrte Frau Albers. Du unerreichbares, göttliches Wesen. Ja, das hat was. Schlägt unter deiner schwarzen Kutte auch ein heißes Herz? Liegst du auch in deiner kargen Zelle wach und träumst von einem anderen Leben? So schreiben wir das. Hallo? Hallo? Also ich sitze jetzt hier schon eine geschlagene halbe Stunde und weit und breit ist kein Wagen von der Post zu sehen. Und? Gehen Sie das jetzt an? Dabei steht auf dem Briefkasten unmissverständlich, dass die Leerung um 9 Uhr und um 14 Uhr stattfindet. Warten Sie halt, der kommt gleich. Sagen Sie mal, wie reden Sie mit mir? Ich bin nicht Kriti Pleti, ja? Ich bin der Bürgermeister von diesem Kaff. Einen wunderschönen guten Morgen, Wöller. Vielleicht sagt Ihnen der Name was? Klar. Tag, Herr Bürgermeister. Ja, mir ist ein kleines Malheur passiert. Und zwar wollten Sie bitten, mir einen Brief wieder zu... Frau Labern? Ah, Schwester Lotte. Sie sollen sofort ins Kloster kommen. Irgendein Notfall, hat Schwester Agnes gesagt. Ach, Schwester Agnes übertreibt gerne mal. Frau Labern.
Sie sehen ja heute verboten gut aus. Ist Herr Wöller schon da? Nein, der ist noch nicht aufgetaucht. Ist ja auch kein Wunder, der verträgt ja keinen Sekt. Ja, das tut er nicht. Wie er sie immer angemacht hat. Ich glaube, seit der Nacht, wo sie beide im Archiv eingesperrt waren, da hat er sich in sie verknallt. Frau Labern, wir haben uns nur gestritten da unten, ehrlich. Ja, was sich liebt, das neckt sich. Rathaus Kaltenthal, Labern? Ja, Moment, Schwester Agnes. Ja, was gibt's? Ach, Gott sei Dank erreiche ich dich endlich. Du musst sofort kommen. Vor einer halben Stunde hat eine vollkommen verzweifelte Frau hier angerufen und behauptet, eine von uns hätte bei ihr im Haus 500 Euro und den gesamten Familienschmuck geklaut. Was? Ja, sie hat behauptet, sie heißt... Julia, ich habe ihr gesagt, das kann überhaupt nicht sein, aber sie hat mir nicht geglaubt. Das gibt's doch gar nicht. Hast du eine Telefonnummer? Nein, aber ihre Adresse. Frau Köhler... Wittelsbacher Straße 12. Gut, das werden wir gleich haben. Und bitte behalte die Nerven. Probleme? Ach, ich fürchte, es wird doch schlimmer, als ich dachte. Bitte richten Sie Ihrem Chef aus, dass er mich unbedingt anrufen soll. Gut. Herr Michels, das geht jetzt leider nicht. Jetzt nehmen Sie sich doch das nicht so zu Herzen. Herr Wöller ist doch quasi selber schuld, dass er eingesperrt wurde. Er hat Ihnen ja verboten, das Archiv zu betreten. Ja, aber es ist mir unheimlich peinlich. Das wird sich schon wieder einrenken. Herr Wöller hat gesagt, der nächste Erste ist der letzte für mich. Sparmaßnahmen. Lächerlich. Raus. Ich hab Frau Lauber nur... Raus! Herr Wöller, Herr Michels... Keine Widerrede? Wenn hier einer meine Sekretärin anbaggert, dann bin ich das. Und jetzt raus. Aha. Und Sie verbinden mich mit der Oberpostdirektion in München. Und mit wem da? Mit dem Direktor. Je höher, desto besser. Direktor ist in einer Besprechung und heute nicht vor 16 Uhr zu erreichen. Es ist nicht zu fassen. Diese Dünnbrettbohrer, wenn man sie einmal braucht im Leben. Was ist denn? Ach, nichts. Privat. Ich muss nach München. Sagen Sie sämtliche Termine für heute ab. Und wenn ich den Herrn persönlich aus seiner Besprechung zerren muss. Ja, aber die Gemeinderatssitzung. Und Schwester Lotte hat auch um Rückruf gebeten. Und eigentlich sollten Sie längst in der Kläranlage sein. Da ist doch der Lokaltermin heute. Von gestern. Oder was? Ja, auch das. Ja, das Schlimmste ist, das dürfen Sie aber keiner Menschenseele erzählen. Kann ich ein Glas Wasser haben und eine von Ihren Kopfhydratabletten? Sie schon. Ich habe einen Brief geschrieben. An Schwester Lotte. An Schwester Lotte? Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den getippt habe. Ja, ich habe ihn geschrieben. Gestern Nacht. Im Vollrausch. Und ich Idiot habe ihn auch noch eingeworfen. Nachts um 12. Ich verstehe. Und ich nehme an, Sie haben sie fürchterlich beschimpft und beleidigt und haben jetzt Angst, zu weit gegangen zu sein. Ach was. Das würde ich ja noch locker wegstecken. Nein. Es ist ein Liebesbrief. Hä? Ja. Wie ein pubertierender Penela habe ich mich benommen. Und dann habe ich, glaube ich, auch noch ein Gedicht geschrieben. Also, ich meine, ganz genau weiß ich das gar nicht mehr. Weil ich war, wie gesagt, voll wie tausend Haubitzen. Eine Klosterschwester einen Liebesbrief schreiben. Herr Wöller, Herr Wöller. Ich kenne diese Frau leider auch ohne Kutte.
Damals im Wahlkampf. Und da ist alles dran. Gott, ist das ein Schlamassel. Ich nehme an, Sie möchten jetzt den Brief abfangen, bevor er im Kloster ankommt. Na klar. Nur diese Erbsenzähler von der Post, die wollen ihn nicht rausrücken. Ja, warum denn nicht? Wenn Sie den Brief geschrieben haben und der Absender hinten drauf steht. Ja, es ist ja kein Absender drauf. Ja? Ich hab geschrieben, Schwester Lotte, Kaltental etc. Und persönlich vertraulich, dummerweise auch noch. Und so einen Brief bekomme ich nur vom Adressaten wieder. Sprich von Schwester Lotte. Aber so weit darf es um Gottes Willen nicht kommen. Dann müssen Sie sich eben auf die Lauer legen und den Briefträger abpassen. Ich glaube, die Tour hat der Sohn vom alten Kröger. Für ein paar Flaschen Rotwein ist er doch für alles zu haben. Genau. Sie sind ein Genie. Toll. Genauso machen wir es. Boah, Gott, ist mir schlecht. Jetzt beruhigen Sie sich und dann fahren Sie raus zur Kläranlage, sonst kriegen Sie Ärger mit dem Huber. 400.000. Dieser Kerl kann den Kanal nie voll genug kriegen. So, voll arbeiten. Warte. Wir machen uns auf den Weg und gehen unseren Pflichten nach. Danke, Frau Lama. Sie und ich zusammen sind wir unschlagbar. Sie schon wieder? Das ist ja die allergrößte Frechheit. Ich habe von dem Vorfall gerade eben erst gehört. Ich bin Schwester Lotte von Kloster Kaltental. Das kann ja jeder behaupten. Die andere hat mir sogar ihren Ausweis gezeigt. Julia Seewald. Julia Seewald ist unsere Novizin und sie ist außerdem die Tochter vom Bankier Seewald. Und ich glaube kaum, dass sie das nötig hat, sich so zu bereichern. Sollten wir beide nicht vielleicht gemeinsam die Polizei rufen? Ich will keine Polizisten hier. Dann steht alles brühwarm in der Zeitung und ich stehe da wie eine Dumme. Und jetzt, bitte. Ich muss mich hinlegen. Mir ist ganz schwindelig. Würden Sie sie denn vielleicht wiedererkennen? Ich weiß nicht. In diesen Kutten sehen doch alle gleich aus. Bist du da? Waren Sie bei der Frau? Ja, wir haben Glück. Sie hat die Polizei Gott sei Dank noch nicht angerufen, aus Angst vor dem Gerede mit den Nachbarn. Ja, aber die Polizei muss das doch wissen. Ja, aber Herr Mayer und nicht irgendwer. Ich will nicht, dass Möller den Skandal daraus macht. Ein bisschen. Mayer, hier kommt, da hat hier vielleicht alle. Aber Mayer an. Mein Geldbeutel ist gestohlen. Ja, ich hatte ihn in der Schreibtischschublade, weil ich mir ein Buch bestellt habe. Und dazu brauchte ich meine Kreditkartennummer. Es muss heute Morgen jemand hier gewesen sein, während wir in der Kapelle waren. Ja, 3 Scheiben Schinken haben gefehlt vom Aufschnitt. Ja, ich habe sie nämlich nachgezählt. Und das Gleiche wirst du jetzt mit den Hubbits tun. Du gehst hoch und zählst sie nach. Und du rufst bei Schwester Hildegard an und fragst, ob es in München ähnliche Vorfälle gibt. Kann nicht Agnes in München anrufen? Schwester Hildegard und ich stehen nicht auf sonderlich gutem Fuß miteinander. Julia, es ist nicht an der Zeit, private Animositäten zu züchten. Also bitte tu, was ich dir gesagt habe. Und du? Ich? Ich halte die Stellung hier. Dann kannst du ja dem Installateur sagen, was er zu tun hat. Was? War der immer noch nicht da? Nein! Reuter. Kloster Kaltental. Julia Seewald. Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Ich wollte eigentlich Schwester Hildegard erreichen. Wir sind unterwegs, Schwester Julia. Und der Hausapparat ist auf mein Handy umgestellt. Um was geht es denn? Schwester Hildegard hat alle Hände voll zu tun. Wir haben hier bei uns eine Trickbetrügerin, die sich als Nonne ausgibt. Wie bitte? Ja. Und Schwester Lotte hat mich gebeten, Schwester Hildegard anzurufen, um sie zu fragen, ob es in München ähnliche Vorfälle gegeben hat. Wir befinden uns auf der Rückfahrt vom Flughafen ins Mutterhaus. In 10 Minuten müssten wir da sein. Wir melden uns wieder. Was wollte Frau Seewald von mir? Frau Seewald ist immer noch Ihre Schwester im Herrn, also zügeln Sie Ihre Abneigung. Alles andere werden Sie gleich erfahren. Und schauen Sie bitte nach vorn. Gewisse Kardinäle in Rom würden es Ihnen nie verzeihen, wenn Sie mich an einen Baum fahren. Ich lasse mich von dir nicht dauernd unter Druck setzen, ja? Kapier das endlich. Der älteste Trick der Welt. Die billigsten Anbieter spielen und hinterher alles Mögliche draufschlagen. Komm, das ist kein Schmuh. 40% ist schon die Inflationskorrektur. Ja, und der Rest, der kommt durch Umweltauflagen und die Anlieger zustande. Schließlich war es nicht meine Idee, die Kläranlage neben diesem Feuchtgebiet zu platzieren. Das warst du. Ich?
Jetzt tu nicht so scheinheilig. Wem gehörten denn die 400 A laut Grundbuchauszug? Doch deiner Ex-Frau, oder? Zum Zeitpunkt der Vergabe gehörte sie ihrem Onkel mütterlicherseits. Was kann ich denn dafür? Konnte er nicht wissen, dass der abschmiert und sie das erbt. Ich will nur das Geld, das mir zusteht. Und du wirst es mir im Gemeinderat besorgen. Und halt mir den Lehmann vom Hals. Sonst verschwindet der Mann irgendwann spurlos in Beton. Das ist aber gar nicht komisch, aber... Kleiner Scherz. Aber ganz kleiner. Meier, tun Sie Ihre Pflicht. Was soll denn das, Herr Meier? Ich dachte, Sie wollten Karriere machen. Das hat sich erledigt. Fritz Hechler kriegt den Posten, nachdem Sie sich nicht für mich eingesetzt haben. Was? Aber wissen Sie was? Seitdem geht es mir schon viel besser. Ich habe nachts ja schon nicht mehr schlafen können bei den Gedanken. Und das da, das ist wie Weihnachten. Halteverbot und Blockieren einer Feuerwehranfahrtszone. Das wird Konsequenzen haben, ja? Sie werden sich noch wundern, ja? Hier. Das gibt leider noch einen Strafzettel. Verschmutzung städtischer Anlagen. Haben Sie selbst durchgeboxt im Gemeinderat. Damals beim Wettbewerb Unsere Stadt soll schöner werden. Noch ein Wort haben. Geben, den ich gestern Nacht hier eingeworfen habe. Er ist an das Kloster Kaltental adressiert und ist sicher leicht zu identifizieren und ganz leicht rauszufischen. Nein, tut mir leid. Das ist ausgeschlossen. Was? Da könnte ja jeder kommen und einen Brief abfangen wollen. Das heißt ja jeder. Das ist mein Brief. Irrtum. Sobald ein Postgut in einem Postgut-Sammelbehälter verwahrt wird, ist es bis zum Augenblick der Übergabe an den Adressaten Eigentum der Post. Und jede mutwillige Beschädigung, Entwendung und oder Umleitung unterliegt einer Strafverfolgung. Moment. Keine Regel ohne Ausnahme. Nehmen wir mal an, der Absender eines Briefes, ja, würde dem zuständigen Postgut-Sammelstellenlehrer einen angemessenen Betrag, sagen wir mal so, zwischen 100 und 200 Euro. Herr Weller! Ja, und? Den Erwerb eines Vorführwagens vom Autohaus Wöller zum Vorzugspreis in Aussicht stellen? Ich flehe Sie an. Und ich verliere meinen Job. Tut mir leid. Bist du denn gestern Abend nach Hause gekommen? Tu doch nicht so, das hast du genau registriert. Ja, es war kurz vor 12. Und betrunken warst du auch. Was hast du denn wieder? Kann man denn nicht mal mehr in Ruhe frühstücken? Der Installateur kommt gleich und bis dahin will ich mit dem Geschirr fertig sein. So eine Pleite. Das war ein Seminarteilnehmer. Er war auf Geschäftsreise und hat nicht mitgekriegt, dass wir absagen mussten. Das ist zum Heulen. Aber es ist bald vorüber. Ich werde heute auf der Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Wöller das Messer auf die Brust setzen und entweder er lässt uns endlich in Ruhe oder aber ich werde einen Untersuchungsausschuss gegen ihn und seine Buchführung in die Wege leiten und dann ist er die längste Zeit Bürgermeister gewesen. Es kann doch echt nicht wahr sein, dass er uns über das Gesundheitsamt die Seminare sperren lassen will. Wegen so ein paar alten Wasserrohren. Du hättest eben Bürgermeisterin bleiben sollen, dann wäre das heute alles Schnee von gestern. Ach, auf einmal. Sonst waren Sie doch immer dagegen. Ich? Ja, Sie. Jetzt hört doch endlich auf. Fällt sonst noch was an? Was hat sie denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bevor ihr alle auseinandergeht, kann mir heute jemand helfen? Die ganzen Flaschen müssen noch etikettiert und eingepackt werden. Morgen ja, heute kann ich nicht. Heute Abend vielleicht. Nach der Gemeinderatssitzung habe ich 2 bis 3 Stunden Zeit. Was ist eigentlich mit Barbara? Sie hat doch jetzt ihre eigene Wohnung. Dann bleibt wieder alles bei mir hängen. Ach du Arme. Ach, Lotte, hat das denn nie ein Ende? Wir bräuchten eine Woche der Besinnung. Irgendwo, ohne Telefon und Fax. Und ohne Wille. Eine Woche schaffen wir nicht. Aber ein Wochenende vielleicht. Wir machen eine Wanderung nach Blaubeuern zu den Benediktinerinnen und übernachten dort. Das wäre schön. Ja. Ja, grüß Gott, Frau Köhler. Entschuldigen Sie die Störung, aber ich komme von der alten Versorgung. Können Sie einen Moment sprechen?
Ich gebe nichts. Na, Sie sollen ja auch nichts geben. Im Gegenteil, Sie sollen ja was kriegen. Einen Beitrag für Ihre Altersversorgung. Ah, ja? Ja, je nach Ihren Lebensumständen und der Höhe Ihrer, also Ihrer Versorgung, gell, kann das bis zu 200 Euro im Monat ausmachen. Aber das müsst ihr natürlich erst prüfen. Das ist natürlich etwas anderes. Kommen Sie doch herein. Ja, Gott segne Sie. Sie müssen schon entschuldigen, aber heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein. Besonders in meinem Alter. Erst letzte Woche war wieder eine von diesen Zeitschriftenwerbern hier. Und ich hatte vergessen, die Kette vorzulegen. Ja, ja. Es gibt schon üble Zeitgenossen. Aber bitte setzen Sie sich doch, ich bin gleich zurück. Danke. Ich verwahre meine Unterlagen, alle im ehemaligen Studierzimmer von meinem Mann. Möchten Sie vielleicht auch einen Tee? Ja, danke, gern. Er ist noch warm. So, das wären meine Belege von der Kasse. Das Bild hat mir mein Mann zu unserer silbernen Hochzeit geschenkt. An dem See in Tirol haben wir unsere Flitterwochen verbracht. Schön.